Unbekannte haben auf der Schalker Spielerbank am letzten Wochenende 6 Ein-Cent-Stücke platziert. Also 6 Glückspfennige, hat ja zumindest ein bisschen geholfen. Aber ich stelle mir die Frage, warum eigentlich 6? 6, 6. Ja, vielleicht dient da eine hanebüchene Überleitung zum Freudschen Versprecher von Tedesco in der PK. Ja, aber ob die kleine, schlüpfrige Entgleisung als sachdienlicher Hinweis dient? Na gut, wurde auch genug drüber gefrotzelt. Und schaut man sich das Spiel nochmal an, muss man ja ehrlich sagen, richtig abgewichst, das geht anders. Ja, 6 Cent, auf jeden Fall viel investiert, 3 Punkte für bekommen, nicht schlecht. Was haben wir so bekommen? Ja, ging so, ne? Unser letztes Septemberwochenende jetzt nicht so die Creme de la Creme. 2 grüne Zettel von 7. Könnt ihr euch bei Facebook nochmal anschauen. Da ist alles nochmal erfasst und in einer Übersicht vorhanden mit den Zahlen dabei. Aber ich präsentiere die Zahlen auch schnell hier nochmal. Wochenendbilanz leider bei wirklich sehr, sehr schlechten minus 45%. Den Monat haben wir aber im Positiven beendet mit plus 4,29. Und jetzt ist Champions League angesagt und da gehen wir direkt rein. Wir beginnen erst am Mittwoch und zwar mit der Partie um 18:55, hier auch insertiert. PSG spielt daheim gegen Belgrad. Da sagen wir, unter 3,5 Tore werden in dieser Partie fallen. Die Quote ist 2,25. Ja, riskant, riskant, aber ja, genauer betrachtet vielleicht auch gar nicht, weil okay, PSG hat alle großen Spieler auf dem Platz. Die Siegquote liegt gerade mal bei 1,07, das ist natürlich nichts. Da muss man ja auch sehen, dass die Stärke von Roter Stern Belgrad absolut in der Defensive liegt und ich habe mir wirklich die letzten 17 Spiele mal nochmal angeschaut. Also angefangen in der Euroleague-Phase-Gruppe letztes Jahr mit dem 1. FC Köln. Da gab es in keinem Spiel mehr als 3 Tore. Dann ging es weiter gegen CSKA Moskau. 1 Tor in 2 Spielen. Und dann ging es weiter mit der Qualifikation dieses Jahr zur Champions League, was sie ja logischerweise erfolgreich geschafft haben. Und da gab es nur ein Spiel über 3,5 Tore. Und das war das Spiel, wo sie mussten. Das Rückspiel in Salzburg. Ja, aber schaffen die das jetzt auch gegen den Offensivdrang von Paris Saint-Germain? Ich glaube schon, zumindest halt unter 3,5 Tore. Also die stehen mit der kompletten Mannschaft und ganz abgewichst da hinten drin. Ich kann mir vorstellen, dass Mbappé und so weiter, Cavani, Neymar, das ganz schön nervig finden, weil das ist ein ordentliches Bollwerk und die sind auch nur Menschen und zeigen vielleicht irgendwann Nerven. Könnt mir gut zur Halbzeit vorstellen und ich hoffe, dass das so läuft, dass da noch 0-0 steht. Ja, und dass dann irgendwie ja, die große Flatter kommt, überhastet agiert wird, kennt man ja auch von ein paar Spielern wie Neymar und Di Maria, wenn es mal nicht läuft. Kann natürlich auch alles komplett anders, aber sonst wird es ja auch so eine Quote nicht geben, weil PSG natürlich auch dafür bekannt ist, eventuell ein frühes Tor zu erzielen. Aber wie gesagt, guckt euch die letzten 17 Resultate, unter anderem auch das letzte Heimspiel von Belgrad gegen Neapel nochmal an. Ebenfalls 0-0, wie so oft. Die Chancen stehen gut, die Quote ist gut, wir riskieren es einfach mal, aber es ist natürlich dieses Mal unser Risikotipp. Die nächste Partie, die wir nehmen, ist die Borussia aus Dortmund hier gegen Monaco, das Heimspiel. Da sagen wir, Marco Reus wird ein Tor schießen, die Quote ist 2,10. Habe ich lange hin und her überlegt. Boost to Score 1,8 fand ich auch ganz gut. Handicap habe ich erst gedacht, weil Monaco natürlich in der Ligue 1 auch ganz tief unten steht, sind gerade Drittletzter, zuletzt bei Saint-Étienne, bei Subotic übrigens, mit 2-0 verloren. Nicht so pralle läuft es bei denen. Gut, jetzt bringen die aber den Golovin, den Königstransfer von Anfang an in Dortmund und es ist halt ein anderer Wettbewerb. Kann auch eng zugehen. Monaco hat das erste Spiel daheim gegen Atletico 1-2 verloren. Ja, Handicap ein bisschen riskant. Boost to Score finde ich ganz gut. Ja, 1-8-0. Andererseits der Diallo, der wird auch sowas von als Franzose motiviert sein. Guckt ja die ganze Nation.
Vielleicht haut er auch einfach alles weg. Favres Team spielen auch gerne mal zu Null, obwohl das beim BVB jetzt noch nicht so der Fall war. Sie letztes Wochenende wieder 2 Gegentore. Ja, daheim eigentlich auch oft Bows to Score. Schauen wir mal. Marco Reus deswegen, weil er spielt jetzt in zentraler offensiver Funktion und wenn er dann so Jungs wie Sancho, Pulisic an der Seite hat, die gerne mal wirklich zackige Bälle zurück auf eben Marco Reus, der da ansprintet oder gute Doppelpässe spielen. Der Junge fühlt sich auf jeden Fall in der Position sehr wohl, hat die letzten 2 Spiele halt auch in dieser Position getroffen. Oder erinnern wir uns an das Tor gegen Fürth im Pokal. Das ist seine Position. Wenn dann die Bälle kommen, dann hämmert der die einfach rein. Abgesehen davon wird er wahrscheinlich als Kapitän wieder auf dem Platz stehen. Und dann übernimmt er natürlich auch die Verantwortung für einen möglichen Elfmeter, ist Freistoßschütze. Und wenn man nochmal Pulisic und Sancho nimmt, also die können ja auch mal schnell einen Elfer rausholen. Reus ja sowieso. Kann passieren. Schauen wir mal, wie Monacos Nervenkostüm so ausgestattet ist. Vielleicht auch kleinere Flashbacks beim BVB bezüglich dem letzten Aufeinandertreffen im Westfalenstadion. Das war ja dieser üble Bombenattentat. Aber ich denke mal, weitestgehend sind ja auch neue Spieler auf dem Platz. Das wird ausgeblendet. Ist ja jetzt auch wirklich eine Weile her. Und das sollte nicht morgen Hauptthema sein. Beziehungsweise übermorgen. Nächste Partie haben wir dann um 21 Uhr in Eindhoven. Die spielen gegen Inter Mailand, da sagen wir Head-to-Head auf die 2, die Quote ist 1,70. Weiß ich auch, PSV, gute Heimmannschaft, haben sich aber schlecht in der Abwehr präsentiert gegen Barca, das hieß am Ende 4:0. Aber dennoch, Inter Mailand wieder erstarkt seit diesem Last-Minute-Sieg gegen die Spurs daheim, dem ersten Spieltag Champions League. Haben die echt einen guten Lauf und die Stimmung scheint mehr als intakt, konnten sich den Luxus erlauben. Am Wochenende gegen Cagliari, was 2:0 gewonnen wurde, Brozovic, Perisic und auch Icardi weitestgehend zu schonen. Und das heißt, da kommt mal ordentlich Frische drauf auf den Platz und PSV spielt nicht so oft gegen solche Gegner. Wir nehmen die ganzen Eredivisie-Spiele mal raus. Ne, Inter Mailand ist ein anderes Kaliber, verlieren werden die da nicht. Gut, unsere letzte Partie, ebenfalls um 21 Uhr am Mittwoch. Neapel spielt gegen Liverpool, da gehen wir auf die 2 für 2,10. Neapel, ja, eben schon erwähnt, dieses mickrige, klägliche 0-0 bei Belgrad. Aber gut, das weiß Klopp auch, gegen Belgrad muss man erstmal die 6 Punkte holen, das ist nicht einfach. Jetzt hat man daheim gegen PSG gewonnen, auch last-minute-mäßig. Aber man weiß natürlich, gewinnt man in Neapel, gewinnt man gegen Ancelotti, von dem ich ja auch schon vor Bayern nicht so viel gehalten habe, dann sieht es sehr gut aus, dass man einer der ersten beiden Plätze der Gruppe belegt. Sollte der Anspruch sein, Klopp gegen Ancelotti, sehe ich Vorteile bei Klopp, auch im Team. Natürlich ist die Offensive von Neapel auch nicht zu unterschätzen. Bows to Score auch eine Variante. Ich entscheide mich aber für den Sieg vom FC Liverpool. Man kann auch überlegen, plus über 2,5 zu nehmen. Das ist dann, glaube ich, eine 2,6 oder 2,9. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich meine sogar eine 2,9. Müsst ihr wissen, wir bleiben beim einfachen Sieg der Reds in Neapel und beschließen damit die Runde. Ja, was sagen wir noch dazu? Hier unten gibt es einen Link von Bet3000. Willkommensbonus anmelden, frischer Monat, frisches Geld. Nimmt teil, ihr werdet es nicht bereuen und mit Plus bestimmt abschließen. Ihr seid ja clever im Kopf und werdet das schon machen. Des Weiteren, viele Spiele natürlich auch auf The Zone. Direkt hier unten beim Gratismonat anmelden, weil da gibt es die Spiele exklusiv dann zu sehen. Wir haben auch ein bisschen was davon, kriegen einen kleinen Obolus dafür. Also tut uns den Gefallen. Wenn anmelden, dann über uns in beiden Dingen. Und ja, viel Spaß dabei, viel Erfolg. Und wir sehen uns dann ja schon zur Euroleague wieder. Beziehungsweise, ja, ich habe da vielleicht auch die nächste Übertoren-Challenge mit dem Jörg. Aber da gibt es dann morgen mehr dazu. Wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüssi!